Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Ein recht herzliches Willkommen, liebe Sinclair-Gemeinde. Bevor ich richtig loslege und natürlich auch die Protagonisten des heutigen Abends richtig loslegen, möchte ich Ihnen einmal einen Ihrer Gastgeber vorstellen, der die offiziellen Begrüßungsworte sprechen möchte. Einen großen Applaus bitte von Crime Cologne, Herr Helio Emons. Herzlich willkommen im Namen der Crime Cologne. Es ist unser zweiter Tag. Wir haben sehr schöne ausverkaufte Veranstaltungen, auch hier, finde ich prima. Ich bedanke mich beim Gastgeber Bastian Lübbe, die das sehr großzügig hier gemacht haben. Es gibt was zu trinken, es gibt tolle Räume. Vielen Dank. Ich werde jetzt erst gar nicht den Versuch machen, Ihnen zu erklären, was Sie heute Abend erwartet. Sie wissen, es geht um John Sinclair und es geht um so spannende Autoren wie Marc Benecke, Florian Hilleberg und Wolfgang Kuhlbein. Und es geht um so spannende Sachen wie plötzliche Selbstentzündung. Bevor mir das hier vor Ihnen, dem Publikum, passiert, freue ich mich über die Bühne und wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir schon mittendrin in unserer wunderbaren Abendveranstaltung. Wir wollen ein wenig was erfahren von dem, was in den letzten Monaten passiert ist, was geschrieben wurde. Wir wollen von den Autoren, die eben schon genannt wurden, ein paar Antworten haben und natürlich auch nachher wir aus dem Publikum ein paar Fragen haben. Das werden wir dann nachher im Anschluss machen. Die erfolgreichste Horror-Roman-Serie der Welt hat Zuwachs bekommen. Und nach dem Erscheinen des letzten großen Sinclair-Buches, die Rückkehr des Schwarzen Tods von vor 15 Jahren, was unfassbar lange her ist und damit natürlich auch eine riesen Fastenzeit für uns Fans bedeutet hat, haben sich nun diese drei Autoren herangewagt, in den Sinclair-Kosmos einzutauchen und neue Geschichten im Sinclair-Universum zu schreiben. Sie bescheren uns mit Oculus und Brandmal zwei neue Horrorjuwelen und da freuen wir uns drauf, dass wir da heute ein bisschen was drüber erfahren und sogar die Möglichkeit haben, schon vor dem Erscheinungstermin eine Ausgabe mitzunehmen und die auch noch handsignieren zu lassen, nachher natürlich im Anschluss an alles, was hier auf der Bühne passiert. Nochmal bitte einen großen Applaus und begrüßen mit mir ganz, ganz recht herzlich Deutschlands wohl bekanntesten Kriminalbiologen, unseren Madendoktor Marc Benecke. Sein Mitautor natürlich, beziehungsweise das Autoren-Duo, was wir komplett machen wollen. Ihr kennt ihn auch als Ian Rolf Hill, als Head-Roman-Autor, Florian Hilleberg. Und natürlich ein Mann, den jeder von euch kennt, den brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen, unseren Bestseller-Autor Wolfgang Kuhlbein. Beiden neuen Bücher auch ein bisschen differenziert betrachten können, holen wir nicht alle gleichzeitig auf die Bühne, sondern wir fangen mit einem der Autoren an und das ist Wolfgang Kuhlbein. Komm bitte zu mir. Wolfgang wird uns Oculus bescheren. Das ist ein Zweiteiler, einmal im Auge des Sturms. Der Teil, der als erstes erscheint, Teil 1, und dann folgt noch ein zweiter Teil, das Ende der Zeit. Was war der erste Gedanke, als man dich gefragt hat, ob du einen John Sinclair-Roman bzw. ein John Sinclair-Buch schreiben möchtest? Also ich kannst du auch in die Hand nehmen sonst. Ich habe mich eigentlich ein bisschen geschmeichelt gefühlt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nicht der große John Sinclair-Fan. Ich habe auch nicht allzu viel davon gelesen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin trotzdem irgendwie damit aufgewachsen. Ich kenne den Herrn seit 30 Jahren. Eigentlich so lange, wie ich auch für den Verlag arbeite.
Und ich will jetzt nicht sagen, dass das so mein großer Traum war, aber es war schon etwas, wo ich nie Nein gesagt hätte. Und habe ganz lange, so eine Zehntelsekunde überlegt und dann tatsächlich Ja gesagt. Wie sind die Leute an dich herangetreten? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich bin öfter mal hier, ich wohne eigentlich auch um die Ecke. Und in irgendeinem Gespräch ergab sich das dann mal. So im Vorbeigehen quasi. Auch mit Wolfgang? Ja, ich glaube, ein bisschen geplant war das schon, aber es klang so, dass wir das zu viel Einladung. In Oculus, und ich gucke da mal ein bisschen drauf, damit ich da nicht wirklich was Falsches sage, lässt du John in einer von Monstern zerstörten Kleinstadt aufwachen. Er wird erst gerettet und hilft dann dieser Einsatztruppe, die ihn gerettet hat, dann im Krieg gegen die Monster. Und außerdem spielen auch Zeitreisen eine große Rolle. Beschreib uns mal ein bisschen, worum es geht in Oculus. Es geht genau darum, um Zeitreisen. Also er muss, also jeder, der schon mal ein bisschen intensiver sich mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, wie kriminell es ist, Zeitreisegeschichten zu machen. Die gehen fast immer schief. Und ich habe mir mal vorgenommen, vielleicht mal eine zu schreiben, die so funktionieren könnte. Ob es geklappt hat, müssen die Leser entscheiden. Also die, die Ja sagen, können es mir sagen, die Nein sagen, sollen es für sich behalten. Und es kam natürlich noch etwas dazu. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt nicht der Riesen-John-Sigler-Fan. Also ich hatte wenig Lust, in 3 Monaten 2800 Hefte nachzulesen. Und dann ist es natürlich ein bisschen mieser Trick, ehrlich gesagt, zu sagen, wir machen so einen Zeitsprung. John Sinclair vergisst auch erstmal, wer er ist. Das heißt, ich muss mich gar nicht mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Und dabei ist, glaube ich, eine spannende Geschichte rausgekommen, die mich am Schluss selber ein bisschen überrascht hat. Das muss man ja auch sagen, dass alle Autoren jetzt bei den neuen Büchern, Brandmal ja genauso, das auf ihre ganz, ganz eigene Weise schreiben. Also wir sind da sehr gespannt, was da mit John Sinclair so getrieben wird. War das die allererste Idee, die du hattest, also ihn auch wirklich auf Zeitreisen zu schicken? Oder? Nein, das kam so ein bisschen, es kam relativ schnell auch im Gespräch dann was da drüber raus. Ich hatte ja meine eigene kleine Heftserie, der Hexer von Salem, also nicht zu vergleichen mit John Sinclair. Aber es hat mir einen riesen Spaß gemacht und da kam ganz schnell die Idee, bringen wir das doch mal zusammen, die beiden Figuren. Und beim Hexer war es so, das war eigentlich nur so ein Running Gag, dass er immer genau 100 Jahre zurückgespielt hat. Also das wäre dann jetzt eben 1917. Und das hat nicht ganz geklappt. Ich habe mir ein anderes Datum ausgesucht, aus einem ganz bestimmten Grund, den ich jetzt hier nicht verrate, sonst würde ich zu viel von der Geschichte verraten. Aber die ursprüngliche Idee war eine völlig andere. Ich bin großer Fan von History Channel und Dokus und so weiter. Und dabei ist mir zu Ohren gekommen, dass im Jahr 1916-17, also während des Ersten Weltkrieges, haben die Deutschen tatsächlich mit großen Zeppelinen London bombardiert und saßen ganz fröhlich da oben, unangreifbar, und haben Bomben auf London geworfen. Und das war eigentlich eben auch in dem Datum, 2017, war so die erste Idee, die habe ich aber dann aus verschiedenen Gründen verworfen. Ich wollte auch nicht schon wieder die bösen Deutschen als Feinde haben. Übrig geblieben ist aber etwas, das sehr viel mit Zeppelinen und Luftschiffen zu tun hat. Und so ein bisschen so eine Mischung aus Lovecraft-Geschichte und John Sinclair ist. Und es fängt in der Gegenwart an, geht in die Zukunft und ein Teil spielt auch in der Vergangenheit. Also ich muss ja sagen, ich habe es ja selber natürlich auch noch nicht gelesen. Deswegen bin ich selber ganz genauso fasziniert. Bin ich sehr gespannt drauf, was du da sagst. Es sind 3 Handlungsebenen draus geworden. Im Endeffekt für ein Buch ja ein bisschen viel eigentlich. Das wäre ja dann schon so ein 800-900 Seiter geworden. Also knapp 700. Knapp 700. Aber das war dann, hat sich das daraus entwickelt, dass das 2 Teile geworden sind? Nein, das war schlicht und einfach eine Entscheidung des Verlags. Ich war auch am Anfang nicht so richtig begeistert, ehrlich gesagt, weil ich als Leser, wenn ich ein Buch lese, will ich nicht 4 Wochen warten, bis ich weiterlesen kann. Wird sich zeigen, ich glaube aber schon, dass die John Sinclair-Leser die Geduld haben. Also, sie haben jetzt auch seit 30 Jahren die Geduld mit der Reihe gehabt. Ich glaube, das war schlicht und einfach auch eine Preisfrage. Man kann nicht 600 Zeichen für 10 Euro machen. Man wollte, glaube ich, nicht über diese Grenze hinaus. Wie hat es dir gefallen, dich in John Sinclair reinzudenken? Also dich in die Figur reinzudenken, du hast ja eben gerade selber gesagt, so sehr hast du dich eigentlich noch gar nicht so damit beschäftigt. Wie hast du dich darauf vorbereitet und wie war das für dich? Also ich habe natürlich etliche Romane gelesen, ganz klar. Also einige wichtige Schlüsselromane sozusagen, die mir auch davor ans Herz gelegt worden sind. Ob es mir gelungen ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich hatte etwas ein gutes Gefühl dabei und ich habe gerade schon, muss noch ein bisschen Eigenwerbung machen, von meiner Hexerei erzählt.
die beiden sind sich auch so ein bisschen ähnlich. Also der Robert Craven. Ja, vom Charakter her. Und ich glaube, deswegen ist mir das nicht ganz so schwer gefallen. Und wie gesagt, er verliert ja sein Gedächtnis und ein bisschen seine Persönlichkeit. Also insofern war es recht einfach. Treffen die sich? Nein. Treffen sich nicht. Also Robert Craven spielt keine Rolle im Buch. Natürlich, er ist eine der beiden Hauptpersonen, eine der drei Handlungsebenen. Aber sie beiden treffen sich persönlich nie. Ah, okay. Warum? Also ich komme jetzt ich verrate auch gerne, wegen des Wissens mit dem privaten Gespräch, und wenn ich das halt verraten würde, würde ich den Gag der Geschichte verraten. Okay. Stimmt zwar nicht gut genug. Ich will das ja auch gar nicht rauskitzeln, also nicht wirklich. Also ich kann ja nachher nochmal drauf eingehen. Ich würde tatsächlich zu viel verraten. Okay. Ja, wir wollen ja das Buch auch lesen, also insofern lassen wir uns da nicht zu viel an Spannung nehmen. Welche Aspekte von der Figur John Sinclair haben dich am meisten gereizt? Ja, eigentlich dieser Ich allein gegen den Rest der Welt, was John Sinclair ja immer wieder mal machen muss. Und abgesehen von seinen engsten Freunden glaubt ihm natürlich erstens keiner, was er macht. Es darf auch keiner erfahren. Diese Aspekte haben mich sehr gereizt. Welche Stärken und Schwächen siehst du in John Sinclair? Wie gesagt, dazu kenne ich ihn zu wenig. Die Stärken ist sicherlich, dass er eben, ganz egal was passiert, so zu seinen Idealen steht. Das klingt jetzt ein bisschen hochtragend. Und zu seinem Wort steht die ganz normalen Schwächen, die ein normaler Mensch auch hat. Ich bin nicht so ganz sicher, ich glaube, früher hatte man geraucht und da durfte man das noch. Und wird man das auch genug, auf der Straße gesteinigt. Dass er eben auch Schwächen hat. Auch mal was trinkt und mal eine Zigarette geraucht hat, so alte Sünden, dann kann man dann... Liebt. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Haben wir ganz, ganz viele Charaktere aus den John Sinclair Romanheften, die im Buch mit vorkommen? Also nur, eigentlich nur seine drei, die Viererbande. Also er, Zuko, John natürlich und Zukos Frau, klar. Ansonsten weniger. Also ich habe mich da auch relativ schnell aus dieser... rein geografisch aus diesem London entfernt und bin dann eben in die Zukunft gegangen. Um mal ganz kurz auf den Titel zu kommen, Oculus, was hat das damit auf sich? Also Oculus ist erstens das lateinische Wort für Auge und es gibt ja in London dieses wunderschöne Riesenrad, das London Eye, also nicht das Hühnerei, sondern London Auge, und das spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also es fängt eben, diese Handlungsspur fängt eben damit an, dass sie sich auch mal was anderes gönnen wollen und ein Riesenradfahrt machen, und wenn Hauptpersonen in Horrorgeschichten sich was Gutes gönnen wollen, geht das meistens schief. Und da, deswegen hast du es genommen, also als Aufhänger. Ein Wortspiel. Das als Wortspiel. Bist du in London bewandert? Kennst du dich aus in der Stadt? Also London nicht, gerade dieses Jahr waren wir in England, aber in der Stadt London war ich ehrlich gesagt noch nie. Also das Oculus an sich hast du selber noch gar nicht gesehen? Nein, also auch da habe ich mich im Internet und in Dokus und so gemacht. Ja, das ist ja das Schöne heutzutage, man kann eigentlich fast alles von zu Hause vom Sessel aus machen. Ja, kann man differenziert betrachten. Aber ist das für dich ein Anreiz, da mal hinzufahren und dann auch mal sich da reinzusetzen und also vielleicht das mal nachzuerleben, so den Anfang? Ich wollte immer schon mal nach London und ich werde das sicherlich auch irgendwann mal machen. Und wenn ich dann mal irgendwann in London bin, werde ich ganz bestimmt in dieses Riesenrad gehen. Ja, hast du auf jeden Fall einen sehr guten Grund dafür. Ja, aber es gibt so Orte, die, also Köln ist ein gutes Beispiel, wir wohnen ja hier um die Ecke, 40 Kilometer entfernt, und ich bin mindestens einmal im Monat in Köln und parke dann fast immer unter dem Dom. Ich war noch nie im Kölner Dom. Das ist so nah, ach ja, nächste Mal. Also wird der nächste... In England waren wir jetzt auch schon 3-4 Mal, dass ich fürchte, mit London wird es so ähnlich sein. Wir haben ja diese ganzen Bücher natürlich auch als Hörspiele aufgelegt. Und wie war die Umsetzung dahin? Also es ist ja was anderes, ein Hörspiel-Drehbuch zu schreiben, als das Buch an sich. Musstest du dich da sehr eingewöhnen drauf? Muss also man da viel streichen? Die Umsetzung ist ganz toll geworden. Ich kenne sie zwar noch nicht, aber sie muss toll geworden. Nein, das habe ich nicht selber geschrieben. Ich habe das Hörspiel auch noch nicht gehört. Okay, aber du bist schon involviert dann? Ich habe eine kleine Rolle gesprochen, so aus Gag, also drei Sätze natürlich. Also welche Rolle? Ein Taxifahrer, der... Wen hast du gefahren? Ja, Robert Craven natürlich. Und eben nur sexuell beschissen, wie es sich gehört, Taxifahrer. Nein,
Aber ich, wirklich, also ich weiß eben von vielen Leuten, die auch die Hörspiele kennen, dass sie sehr gut gemacht sind. Ich vertraue da einfach dem Verlag. Ja, aber es gehört ja schon auch wirklich ein bisschen Vertrauen dazu, ja, zu sagen, so, ja, macht mal, kümmere ich mich gar nicht drum, muss ich gar nicht reinlesen. Ja, aber ich weiß, dass sie mittlerweile genauso, wenn nicht gar erfolgreicher sind als die Romane. Und dann können sie nicht ganz schlecht sein. Hörst du privat auch Hörspiele und Hörbücher auch? Was magst du lieber, Hörbücher, Hörspiele? Also Hörspiele höre ich ganz gerne. Es gibt ja immer weniger eigentlich. Früher, als ich noch im Radio, als das Radio noch stärker war, habe ich sehr viele Hörspiele gehört. Hörbücher bin ich gar nicht der große Fan, obwohl ich sogar schon selber welche produziert und selber eingesprochen habe. Aber ich selbst als Konsument sozusagen, mir geht es zu langsam. Der große Vorteil ist im Auto. Viele erzählen mir, dass sie eben im Auto Hörspiele hören oder Hörbücher. Weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, entweder es ist langweilig und ich höre nicht hin. Und wenn ich hinhöre, fahre ich wahrscheinlich in den nächsten LKW, weil ich so spannend bin. Und mir persönlich geht es auch zu langsam. Ich lese sehr viel schneller, als ich höre. Deswegen finde ich Hörbücher an sich recht eine gute Sache, je nachdem wo man vielleicht nicht lesen kann oder darf oder was weiß ich. Oder Leute, die auch sehbehindert sind, und gibt es ja eine ganze Palette, aber ich selber bin nicht der große Hörbuch. Er hat jetzt zwar jetzt nicht unbedingt klar was mit John Sinclair zu tun, aber ich habe gehört, vom Hexer soll es auch was Neues geben als Hörspiel. Kann das sein? Ja, es gibt eine Firma in München, die machen gerade so sozusagen eine etwas modernisierte neue Auflage. Aber da gilt dasselbe, ich kenne die Leute, ich weiß, wer dahinter steckt, auch wer die Musik macht. Ich darf nicht verraten, dass es die Leute von Schandmaul sind, werde ich auch nicht tun. Ich vertraue ihnen einfach. Ja, oh gut, also die Leute von Schandmaul kann man vertrauen, die kenne ich auch ganz gut. Die sind, die machen auf jeden Fall keinen Scheiß. Herausgekommen ist in jedem Fall aus deiner Arbeit ein sehr, sehr ungewöhnlicher Roman. Ja, also ein ganz anderer John Sinclair, als man ihn kennt. Was ist dein Gefühl in die Sinclair-Gemeinde hinein? Was denkst du? Kommt das eher an? Ist das eher so? Hat man da ein eigenes Gefühl? Oder ist das? Kann ich nicht sagen. Ich bin selber gespannt, in Flitzebogen, was passiert. Ich vermute, die eingefleischten John Sinclair-Fans werden mich entweder steinigen oder lieben, eins von beiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Schnittmengen gibt. Ich glaube, dass das sehr polarisiert wird. Andersrum genauso? Also ja. Die Holbein-Fans? Meinst du, da kann sich eine gute Schnittmenge ergeben? Sind denn reine Holbein-Fans hier eigentlich? Hier vorne? Bist du jetzt persönlich quasi böse darüber, dass er das macht? Nein. Also du kannst dir das gut vorstellen, dass das sich gut arrangiert wird. Ne? Okay. Also sind wir auch schon mal die erste positive Meinung. Die anderen Holbein-Fans haben wir draußen gelassen. Ich krieg das Bild nachher nicht hin. Das ist ein Wort, hast du gehört, ja? Okay. Ich habe gehört, du bist auch Heavy-Metal-Fan. Ja. Ich habe vorhin auch schon ein paar Wacken-Shirts gesehen, glaube ich. Kann man der Wacken-Fan ganz kurz mal die Hand heben, der hier ist? Da hinten war das Wacken-Shirt. Ja, ganz klar. Denkst du in verschiedenen Fankreisen, ja, also jetzt sagen wir die Heavy-Metal-Kreise oder andere Fankreise, kommt das da unterschiedlich an? Also gerade was Heavy-Metal angeht, ich sehe es immer wieder, wenn ich auf Konzerte gehe oder so, da ist die Schnittmenge doch sehr groß. Aber jetzt nicht nur Holbein-Fans, Fantasy und auch Horror-Fans und Heavy-Metal-Fans, das ist bestimmt so die Hälfte, denke ich mal. Geht mir auch genauso. Ich benutze das ja auch beim Schreiben. Also wenn ich jetzt wirklich eine Gruselige oder eine Action-Szene schreibe, dann höre ich sicherlich nicht die Kelly-Family. Naja, kann auch sehr gruselig sein. Also. Kommt drauf an, wie man es benutzt. Aber sehr gruselig. Meine Nachbarn wissen, wenn ich eine Action-Szene schreibe. Sagen wir mal, was ist denn das tatsächlich? Sagen wir mal, eine Lieblingsband. Also die Lieblingsband ist natürlich von Manowar, mit denen habe ich auch zusammen schon mal was gemacht. Es ist eben schon so alt, meine Heavy Metal, AC/DC, wenn es das alles gibt. Ich gehöre auch zu den Leuten, die jetzt nicht 20 Bandnamen runterrasseln können. Ich habe die Lieder im Ohr, ich finde sie toll, aber ich kenne jetzt nicht allzu viele groben Namen. Im Buch, in dem Taxi, was du gefahren bist, hast du auch Heavy Metal? Ja. War eine dumme Frage. 1937 gab es noch keine. Mein Fehler. Zeitfehler. Du hast es ja vorhin gesagt. Zeitweise Geschichten gehen immer schief. Gehen immer schief. Ich sehe, dass du ja auch schon die ganze Zeit dein Skript da in der Hand hältst. Und deswegen wollen wir die Reaktionen der Fans, die hier sind, jetzt mal gleich live testen und eine Passage daraus hören. Ich werde dich hier
für die nächsten 2,5 Stunden. Nein, aber ja, wir freuen uns drauf, ein bisschen was zu hören aus Oculus im Auge des Sturms, also Teil 1 der zweiteiligen Oculus-Reihe. Und ja, Wolfgang Hohlbein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie gesagt, wem es gefällt, der kann es gerne sagen. Wem es nicht gefällt, der muss draußen sein. Weymouth, Britannien, irgendwann. Einstmals muss das eine wunderschöne Stadt gewesen sein, in einer malerischen Bucht gelegen, deren Topographie ihr Schutz vor selbst den schlimmsten Wüten des Meeres bot und auf der anderen Seite von einer ebenso sanften wie auch dicht bewaldeten Hügelkette vor den Stürmen und Unwettern des Landes geschützt. Hätte man nur die Augen schließen müssen, um das fröhliche Lachen von Kindern zu hören, die in den von Bäumen und schmucken Häusern gesäumten Straßen spielten, die Rufe der Erwachsenen, die über sie wachten, und das Knarren der Schiffsrümpfe, die sich in der Düne umwiegten, den Duft von frisch gebackenem Brot und Sommerblumen und Kuchen wahrzunehmen und das Streicheln der warmen Meeresbrise auf dem Gesicht zu spüren. Eine Stadt, in der sich die Menschen beschützt und sicher fühlten und ein glückliches Leben lebten. Das war vorbei. Diese glückliche Stadt gab es nicht mehr. Die schmucken Häuschen hinter ihren liebevoll gepflegten Vorgärten waren verbrannt und ihre geschwärzten Ruinen zusätzlich niedergewalzt. Die ehedem so sauberen Straßen waren mit schwarzem Schlamm bedeckt, zu dem der letzte Regen die Asche der Gebäude und möglicherweise auch die ihrer Bewohner gemacht hatte. Und aus dem ölig schimmernden Wasser des Hafens ragten die verkohlten Skelette eines Schiffes wie das Skelett eines gestrandeten Tiefseeungetüms empor. Das Kinderlachen war verstummt und würde nie wieder die Straßen erfüllen. Und die eisige Brise, die das Meer gegen das Land spie, stank nach faulem Tang und verwesenden Tierkadavern, aber auch noch nach etwas anderem, für das die menschliche Sprache nicht einmal ein Wort hatte. Die einzigen Spuren menschlichen Lebens, die von der Höhe des Hügels aus noch zu sehen waren, bestanden aus einer Anzahl verkohlter und in Stücke gerissener Skelette, die halb im schwarzen Morast versunken waren. Unter meinen Schuhsohlen knirschte zerbrochenes Glas, als ich den Hügel hinabzugehen begann. Trümmer, die wie von einer gewaltigen Kraft bis hier heraufgeschleudert worden waren, obwohl ich sicherlich noch eine halbe Meile von den ersten Häusern entfernt sein musste und obwohl ich über eine Wiese voller saftigem Gras und bunten Wildblumen ging, dünstete der Boden einen Gestank aus, als liege ich am Rande einer überquellenden Jauchegrube entlang. Mein Herz klopfte. Ohne es zu merken, hatte ich die Hände längst zu Fäusten geballt und das Zittern meiner Finger zu verbergen. Vor wem eigentlich? Und tief in meiner Kehle war der bittere Geschmack der Furcht, der mit jedem Schritt, zu dem ich meine zitternden Knie zwang, immer nur noch schlimmer wurde. Ich hatte Schlimmes gesehen. Verheerung, der ganze Kontinente zum Opfer gefallen war, Monster, die Welten verschlingen konnten und Mächte, die sich am Leid der Menschen und den Qualen Unschuldiger labten und Dinge, die nicht nur zu schlimm waren, um davon zu berichten, sondern sogar zu schlimm, um sie auch nur zu denken. Und doch hatte mich selten etwas so erschüttert wie der Anblick dieser verbrannten Stadt. Zumindest nahm ich das an. Ganz sicher war ich nicht. Denn weder erinnerte ich mich, wie diese Stadt hieß, noch wie ich hierher gekommen war oder an viel von dem, was ich zuvor erlebt hatte. Eigentlich an gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Nicht einmal daran, wer ich eigentlich war. Diese Erkenntnis hätte mich erschrecken sollen, aber sie hatte allenfalls etwas vage Irritierendes. Vielleicht war der Anblick der toten Stadt einfach zu entsetzlich, um irgendeinen anderen Gedanken zuzulassen, wofür ich im Moment allerdings eher dankbar war. Außerdem, auch wenn es nicht den mindesten Grund für diese Überzeugung gab, aber nichts anderes als eine Überzeugung war es, spürte ich, dass meine Erinnerungen schon zurückkehren würden. Sie waren da, nicht vergessen, sondern nur verschüttet, vielleicht nur blockiert durch den Schock dessen, was mich hergebracht hatte. Ich war noch nicht sicher, ob ich mich wirklich erinnern wollte. Ein seltsames Geräusch drang an mein Ohr, nicht einmal sonderlich laut, aber so fremd und unheimlich, dass mir der Gedanke entglitt und ich mich nur umso mehr auf meine Umgebung konzentrierte, obwohl sie mich zugleich doch so sehr erschreckte,
dass es mich immer mehr Kraft kostete, nicht einfach auf dem Absatz herumzufahren und davonzurennen. Der Laut kam irgendwo aus der Richtung des verkohlten Durcheinanders aus Trümmern und brandgeschwärzten Balken und schwarzem Schlamm, das einmal der Hafen dieser geschändeten Stadt gewesen war. Aber es war seltsam. Je mehr ich mich auf seinen Ursprung zu konzentrieren versuchte, desto weniger wollte es mir gelingen, ihn wirklich zu lokalisieren. Mal schien er vom Hafen zu kommen, mal über das ölige Meer heranzuwehen, dann wieder aus dem verbrannten Herz der Stadt oder auch mit den Windböen heranzuschleichen, um mich zu umkreisen und zu verspotten. Und das war noch viel verwirrender, denn das war nicht einmal meine Art zu denken. So verrückt es mir auch selbst erschien, einen Moment lang fragte ich mich ganz ernsthaft, ob ich überhaupt noch ich war. Während ich mich mit solcherlei närrischen Überlegungen beschäftigte, hatte ich den ehemaligen Stadtrand erreicht, eine nicht ganz klar definierte Linie aus nasser Asche, hinter der aus lebendigem Grün und atmender Erde etwas anderes wurde. Ein klebriger Morast verbrannter Erde und verdorbenen Lebens, das nicht einfach nur ausgelöscht, sondern zu etwas anderem gemacht worden war, etwas dessen bloßes Dasein, etwas tief in mir, sich wie einen getretenen Wurm krümmen ließ. Habe ich schon erwähnt, dass mich meine eigene Art zu denken in zunehmendem Maße zu verstören begann? Der Laut wiederholte sich, um eine Nuance erweitert, die mir noch mehr Angst gemacht hätte, hätte ich mir gestattet, ihn wirklich zu hören. Aber nun glaubte ich immer in die Richtung zu erkennen, aus der er kam, von Meer und dem, was einmal ein kleiner Hafen gewesen war. Um dorthin zu kommen, würde ich die Stadt komplett durchqueren müssen, aber sie war nicht sehr groß und ich hatte vorhin vorgehabt, sie zu erkunden. Etwas sagte mir, dass es wichtig war, den Ursprung dieses unheimlichen Geräusches herauszufinden, zumindest theoretisch. Praktisch flößte mir diese ermordete Stadt mit jedem Moment mehr Angst ein und auch das sollte nicht so sein. Obwohl ich mich an rein gar nichts aus meiner Vergangenheit erinnerte, wusste ich zugleich doch, dass ich weit Schlimmeres gewohnt war. Aber das hier war irgendwie anders. Unmöglich in Worte zu fassen, aber was immer hier geschehen war, war anders als alles, was ich jemals erlebt hatte und auch anders als alles, was ich jemals vergessen hatte. Mein Herz schlug immer stärker, während ich zwischen den zerstörten Häusern entlang marschierte. Der furchtbare Geruch, den ich schon aus der Entfernung wahrgenommen hatte, hüllte mich mittlerweile zur Gänze ein, tränkte meine Kleider und mein Haar, legte sich wie ein unsichtbarer, schmieriger Film auf mein Gesicht und drang in meine Nase, Rachen und Lungen, um mir das Atmen schwer zu machen. Es war unbeschreiblich ekelhaft. Anfangs hatte ich gedacht, er wäre mit der launischen Brise über das Meer herangeweht, aber das stimmte nicht. Doch je tiefer ich in die verheerte Stadt eindrang, desto klarer wurde mir auch, dass es auch die Ruinen selbst waren, die diesen fauligen Odem verströmten. Jeder zerbrochene Stein, jeder verkohlte Balken und jeder geborstene Dachschindel, als hätte sich, was immer diese Stadt auch heimgesucht hatte, nicht einfach damit zufrieden gegeben, sie nur zu zerstören, sondern sie auch mit diesem höllischen Miasma geschändet, um sie für alle Zeiten als nicht mehr zu dieser Welt gehörig zu brandmarken. Also gut, jetzt reicht es. Das war eindeutig nicht mehr meine Art zu denken. Sie hätte in einen schlecht kopierten Lovecraft-Roman gepasst, aber nicht zu einem Scotland Yard-Inspektor des 21. Jahrhunderts. Aber wieso eigentlich Inspektor und was zum Teufel war Scotland Yard? Allmählich wurde mir schwindelig von dieser Art zu denken auf eine Weise, die nichts mit körperlichem Unwohlsein zu tun zu haben schien, sondern viel schlimmer war und viel tiefer reichte. Als begänne ich den Halt in der Wirklichkeit zu verlieren, falls das hier überhaupt die Wirklichkeit war oder ob es, falls es so etwas wie Realität überhaupt gab und nicht vielmehr nur, ich war im Begriff, es schon wieder zu tun, also brach ich den Gedanken mit einer ärgerlichen Anstrengung ab und zwang mich, meine gesamte Konzentration auf meine Umgebung zu richten. Ob ich nun tatsächlich Inspektor bei irgendeinem schottischen Meter war oder nicht, es konnte nicht schaden, meine momentane Lage mit den Augen eines solchen zu betrachten, womit ich auch unverzüglich begann. Von der Höhe des Hügels aus betrachtet, hatte es ausgesehen, als wäre die Stadt Opfer einer verheerenden Brandkatastrophe geworden und im Großen und Ganzen stimmte das wohl auch, aber das war nicht alles. Obwohl mich der Anblick mit einer immer stärker werdenden
Unbehagen erfüllte, zwang ich mich, eine der Ruinen genauer in Augenschein zu nehmen, wobei ich allerdings nicht wagte, die imaginäre Grenze dessen zu überschreiten, was einmal ein liebevoll gepflegter Vorgarten gewesen sein musste, jetzt aber zu einem schwarzen Sumpf geworden war, aus dem verbrannte, spitze Trümmerstücke ragten wie archaische Kavalleriespeere. Einige von ihnen hatten unangenehme Ähnlichkeiten mit zersplitterten Knochen. Es war, als warne mich eine lautlose innere Stimme, diese Grenze zu überschreiten, um nicht etwas unsagbar Böses und Gewalttätiges zu wecken, das dahinter lauerte. Ich versuchte auch diesen Gedanken abzuschütteln, aber es gelang mir nicht. Es war nicht nur meine eigene Fantasie, die amok lief und alles in ihrer Macht Stehende tat, um mich fertig zu machen. Etwas war hier, das spürte ich ganz deutlich, etwas, das nicht hier sein sollte, nicht in dieser Stadt, nicht einmal in dieser Welt. Nur mit Mühe gelang es mir, mich auf die zerborstene Ruine dahinter zu konzentrieren. Es war nicht einmal mehr genauer zu erahnen, was das Gebäude einmal gewesen war, denn es bestand nur noch aus einem Wust verkohlter Balken und zerbrochener Steine, aber es sah auch nicht wirklich so aus, als wäre es das Feuer allein gewesen, das es verwüstet hatte. Das Wenige, was von den Mauern noch stand, war nach außen gedrückt und zerborsten, ebenso wie Dachsparren und Balken, wie von den Faustschlägen eines Riesen getroffen, der einmal darin eingesperrt gewesen und sich in einem Anfall von Raserei befreit hatte. Das Feuer konnte erst danach ausgebrochen sein, und es war alles gewesen, nur kein normales Feuer. Manche der Steine, die ich sah, waren tatsächlich geschmolzen, und hier und da schien selbst die Asche noch einmal zusätzlich verbrannt worden zu sein. Erneut konnte ich mich eines eisigen Fröstens nicht erwehren. Diese Ruine war nicht die einzige ihrer Art. Einmal darauf aufmerksam geworden, entdeckte ich dieselbe unheimliche Zerstörung auch an zahlreichen weiteren Gebäuden, eine Verheerung unbeschreiblicher Dimensionen. Hätte es einen entsprechenden Krater gegeben, und wäre ich nicht vor wenigen Minuten noch über saftiges Grün geschritten, ich hätte geschworen, mich an Ground Zero einer Nuklearexplosion zu befinden. Da ich mich auch nicht erinnerte, was eine Nuklearexplosion eigentlich war, verfolgte ich auch diesen Gedanken nicht weiter, sondern setzte meine Erkundung fort. Der sonderbare Laut war verstummt, aber ich war jetzt sehr sicher, dass er vom Hafen gekommen war, und machte mich dorthin auf den Weg. Unter dem klebrigen Schlamm, durch den ich waten musste, knirschten und zerbrachen Dinge, die sich jetzt nicht mehr nach zerbrochenem Glas anhörten und von denen ich gar nicht genau wissen wollte, was sie einmal gewesen waren. Manchmal glaubte ich, schattengleich wabernde Bewegung inmitten des Chaos ringsum zu entdecken. Aber sie war auch immer wieder verschwunden, wenn ich genauer hinzusehen versuchte. Und schließlich kam ich zu der Überzeugung, dass es sich wohl nur um eine Ausgeburt meines eigenen überstrapazierten Nervenkostüms handeln musste. Ich verzieh es ihm. Ganz gleich, was immer ich auch in dem Leben gesehen haben mochte, das ich vergessen hatte, niemand wandert durch die Apokalypse und bleibt davon völlig unberührt. Es war nicht einmal das Ausmaß der Zerstörung, es war die Absicht, die ich dahinter spürte, die vollkommene Negierung jeglichen Lebens, die darin zum Ausdruck kam. Was ich sah, das erschreckte mich nicht nur, es erschütterte meine Menschlichkeit. Den Hafen zu erreichen dauerte nicht lange, denn die Stadt war nicht besonders groß gewesen und auch der Hafen im Grunde wenig mehr als ein Anleger, der allerhöchstens eine Handvoll Yachten oder zwei oder drei Fischerbooten Platz geboten hatte. Der mit faulig schillernden Muscheln besetzte Kiel eines solchen ragte auch gekentert und zerbrochen aus den öligen Fluten, doch das einzige andere Schiff, das ich sah, war das auf der Seite liegende Wrack eines viel größeren Gefährtes, das ich schon aus weiterer Entfernung entdeckt hatte. Es musste ein beeindruckender Schoner gewesen sein. Trotz der schrecklichen Wunden, die er davongetragen hatte, war die Eleganz und Kühnheit seiner Linienführung immer noch deutlich zu erkennen. Das Schiff war viel zu groß für den Hafen, nicht nur für den einzelnen Landesteg, der wie eine verbrannte Zunge schräg ins Meer hinabreichte, sondern auch die Wassertiefe. Und das bewies allein der Umstand, dass es gekentert auf der Seite lag und nicht gesunken war. Die geflitterten Stümpfe der beiden Masten wiesen wie die Speere riesiger Pikeniere auf das offene Meer hinaus bereit, einen ebenso unsichtbaren wie monströsen Angreifer abzuwehren. Ich vergeudete einige kostbare Sekunden mit der müßigen Frage, warum der Kapitän sein Schiff wohl in diese viel zu flache Bucht gesteuert haben mochte, und beschloss dann,
auch diesen Gedanken nicht weiter zu verfolgen. Die Antwort würde mir garantiert nicht gefallen. Eine einzelne, träge Welle schwappte über die Ufermauer und brach sich mit einem fleischigen Klatschen daran, und ich wich ganz instinktiv ein paar Schritte zurück, um nicht von den ölverschmierten Spritzern getroffen zu werden, die über den Kai schwappten. Eine halbe Sekunde später erwies sich das als wirklich gute Idee, denn wo die Tropfen den Boden berührten, da zischte es und grauer, ätzend riechender Dampf stieg auf. Was immer die Lagune füllte, es war kein Wasser, jedenfalls keines, wie ich es kannte. Und da war eine Bewegung, irgendwo dicht unter der Oberfläche der schwarzen Fluten, wie von etwas Riesigem, sich schlängelnd Windendem, das mich aus unsichtbaren Augen anstarrte und näher kam. Ich sah genauer hin, und was es war, das steht auf Seite 14. Wolfgang Holbein. Ja, sehr, sehr schöner Ausdruck. Also mich hat das neugierig gemacht. Ich bin ungeduldig geworden tatsächlich. Das höre ich gerne. Also macht Spaß, mehr davon zu erfahren. Auf Seite 14 geht es weiter. Aus Auge des Sturms, Oculus, Teil 1, Wolfgang Holbein. Wir werden jetzt gleich nochmal in das Hörspiel reinhören, 5 Minuten lang, also damit wir da uns auch einen kleinen Eindruck machen können. Vorher möchte ich aber einmal das Wort ans Publikum richten, denn jetzt ist alles noch ganz frisch. Ihr habt gerade die Eindrücke gehabt und natürlich auch vielleicht noch Fragen, die das Interview ergänzen. Also wenn irgendjemand von euch jetzt gerne eine Frage stellen möchte, dann hebt die Hand und ich werde zu euch kommen. Hat keiner eine Frage? Oder traut ihr euch einfach nicht? Ist alles noch zu frisch? Wollen wir nachher nochmal fragen? Vielleicht kommt da noch einiges andere auf. Aber dann gehen wir erstmal rüber zum Hörspiel und hören mal rein, was da so gebaut wurde von den Experten. Hinter mir noch ein solches kopfloses Ungetüm. Ein Tage
geschossen auf mich zu. Ich war mich zu Boden, wälzte mich herum in die Tentakel des dritten Ungeheuers. Dahinter erhoben sich Nummer 4 und 5. Ihre Schwerfälligkeit war meine Chance. Im Zickzack hetzte ich zwischen ihnen hindurch. Es wurden immer mehr. Sie schnitten mir den Weg über die Straße ab. Und dann in einer der Hausruinen klaffte eine Tür. Unter Schritten von roten Zündern wuchs etwas empor. Noch größer, noch bösartiger als die anderen Ungetüme. Und schneller. Und zwischen den Tentakelwucherungen mäulten die Papageienschnäbel. Die wirkten, als könnten sie Eisen zerschneiden. Ich griff nach einer zerborstenen Dachlage. Tief bohrte sie sich in das glotzende Auge. Mit einem schrillen, trillernden Pfiff und peitschenden Tentakeln fiel das Ungeheuer auf die Seite. Fleisch brodelte, zerlieb wie heißes Wachs und formte sich neu. Der logische Teil meines Denkens fragte, ob es kühl war, tiefer in die Ruine einzudringen, aber ich hatte keine Wahl. Morscher Holzboden. Ich landete mit dem Gesicht im Matsch, nur einen Finger breit neben einer handgroßen Glasscherbe. Ein Tentakel, besetzt mit einem Rasiermesser scharfen knochenharten Baum, raste auf mich zu, zerfetzte meinen Ärmel, die Scherbe. Schwarzes Blut spritzte, der Fanghahn löste sich. Ich esse weiter und erreichte auf der anderen Seite des Hauses die Kavalierstraße. Auch hier bewegte sich der ölige Film auf dem Boden, als würde er auf meine Nähe reagieren. Ich rannte den Weg zurück, den ich gekommen war, und traf auf eine Wand aus Ungeheuern. Dutzende Fanghahne zündeten in einem weiten Teppich auf mich zu, als ein Strahl wie geschmolzenes Zinker raste an mir vorbei und traf eine der Kreaturen. Eine Explosion aus Schleim und Fleischfetzen und zwei weitere Silberblitze, die mir eine Kasse öffneten. Zumindest wissen wir jetzt, was auf Seite 14 passiert. sehr, sehr schön. Gefällt es dir? Es ist toll umgesetzt. Ich kenne natürlich die Geschichte und das ist schon stark gekürzt. Ich kann nicht beurteilen, ob man alles so mitkriegt, wie ich mir das gedacht habe, aber ich glaube schon. Also im Endeffekt ist ja eh immer genau, als wenn irgendwas verfilmt wird, ja. Immer besser das Buch zu lesen und das Hörspiel zu hören. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also, wie gesagt, ich habe früher viele Hörspiele gehört und mit Filmen und Büchern ist ja das Gleiche. Also ich sehe das immer vollkommen getrennt. Es gab ja damals die erste Verfilmung zum Beispiel vom Herrn der Ringe, diese Zeichentrickgeschichte. Da hat ja die ganze Welt drauf geschimpft. Ich fand es immer gut, weil ich das eben nicht mit dem Buch verglichen habe, sondern als völlig eigenständiges Werk gesehen. Und dann war es, für die damalige Zeit war es sensationell gut. Also heute ist es natürlich, kann man diese Tricks an jedem Handy wahrscheinlich besser machen. Aber so in den, glaube ich, 70er Jahren war das so toll. Mir fällt das persönlich immer sehr, sehr schwer, das zu trennen. Also wenn ich ein Buch gelesen habe und dann den Film gucke oder umgekehrt, also ich verbinde das schon immer ein bisschen miteinander. Aber vielleicht sollte man es genauso betrachten. Ja, das Schwierige ist natürlich, ganz egal, was man zuerst sieht oder liest, man kennt die Geschichte. Und dann hat es natürlich, was das Zweite kommt, hat es ein bisschen schwieriger. Ja. Klar. Aber meistens funktioniert das. Wenn überhaupt, deine Empfehlung, erstes Hörbuch, dann das Buch oder dann erstes Buch und dann das Hörbuch? Natürlich erstes Buch. Natürlich erstes Buch. Liebe Freunde, Wolfgang Holbein. Ja, wir sind sehr, sehr gespannt auf Oculus, den ersten Teil. Und dann natürlich auch später auf den zweiten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wollen jetzt aber weitermachen und zwar mit dem zweiten Projekt und zwar mit dem Projekt von Herrn Marc Benecke und Herrn Florian Hilleberg. Ich gehe da einmal in die Mitte, dann sitze ich nicht so zwischen euch. Aha. Das, was ihr geschrieben habt und das, was auch heute natürlich für die hier versammelten Menschen schon erhältlich ist, heißt Brandmal. Ist das richtig? Das ist richtig. Das wurde ja auch eingeblendet. Also das ist völlig richtig gewesen. Es ist eure allererste Zusammenarbeit gewesen. Kanntet ihr euch vorher eigentlich, bevor ihr euch zusammen an dieses Projekt gemacht habt? Du kannst es auch gerne rausnehmen, wenn du möchtest. Lieber ist klar.
Nein. Also, nein, was? Wir kannten uns nicht. Okay. Wie ist es dazu gekommen, zur Zusammenarbeit? Wer wurde zuerst gefragt? Wer hat wen angerufen? Wurdet ihr zusammengestellt? Oder wie hat sich das ergeben? Wir wurden eigentlich zusammengestellt. Jetzt muss man allerdings auch sagen, er hat ja auch noch ein Pseudonym, deswegen ist es ja auch schwieriger, ihn kennenzulernen. Du bist ja jetzt erst geoutet, ne? Mit Brandmal, oder? Naja, im Prinzip bin ich ja schon in der Convention. Ja, in der Convention, ja, genau. Aber vorher warst du den Fans ja unter deinem Pseudonym bekannt. Richtig, Ian Roy Film. Genau. Das ist ein Anagramm, oder wie war das? Ja, genau, das ist ein Anagramm. Ian Roy ist Florian und mir würde das einfach die Abkürzung von Ian. Weißt du, jetzt noch nicht gemerkt hast. Genau, und so sind wir dann als magisches Team hier zusammengestellt. Ich finde das sehr schön, wie du das machst. Also, es nimmt mir eine ganze Menge Arbeit ab, dass du den Florian noch ein bisschen mehr Zeit hast. Da kannst du noch Wasser trinken, zu schwören. Wenn man sich nicht kennt und dann so ein Projekt zu bewältigen hat, wie sehen da die Arbeitsprozesse aus? Wie geht man daran? Trifft man sich? Macht man das alles schriftlich? Unterhält man sich? Wie entwickelt man die Ideen? Also, ich kann nur von einem Treffen was berichten und der Florian kann ein bisschen was vom Schreiben vielleicht noch sagen. Also, wir haben uns mal in so eine Ruine, es sah aus wie so eine Ruine vom Wolfgang ungefähr. Es war in Wirklichkeit eine Universität, eine funktionierende, die in Betrieb war. Und da war auch alles nicht von öligem Schleim und so und Monster besetzt, aber es war super hässlich und grau und aus Beton. Und da haben wir uns dann gesehen und haben schöne Fotos dann auch gemacht, wo wir dann Sachen haben brennen lassen und so weiter. Also, da haben wir uns dann mal in der Wirklichkeit getroffen und es war dann direkt wie in so einem Horror-Science-Fiction-Trash. Also das kann man überhaupt nicht erfinden. Was für eine Uni war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Unfassbar hässlich. Also ich habe noch nie sowas gesehen, wirklich. Und das war das echte Treffen. Aber es gab natürlich auch jede Menge virtuelle Treffen, aber das ist vielleicht schilderlich besser vorher. Also es ist tatsächlich erstmal so gewesen, dass der Verlag bzw. meine Chefin, Lektorin, Redakteurin Britta Künkel mich angerufen hat und gefragt hat, hier, wir möchten wieder Bücher auf den Markt bringen, beziehungsweise der Verlag möchte wieder John Sinkel als Taschenbuch auf den Markt bringen. Und es wurden Autoren gefragt, natürlich auch bekannte Autoren, namhafte Autoren. Und dann wurdest du gefragt und du hattest ja dann auch schon was gesagt dazu. Ne? Ja, ich habe gesagt, ich kann keine Fiction, ich kann aber dafür verrückte Geschichten beisteuern. Genau, das hast du auch gemacht. Ja, und ich habe gesagt, ich bräuchte jemanden, der das mit mir zusammen macht. Und dann wurde glücklicherweise ich gefragt und ich musste dann ungefähr auch die berühmte 10 Sekunden darüber nachdenken. und so ist das eigentlich gekommen. Und ich hatte dann mit dem Chef von Löber Audio, mit dem Marc Sieber telefoniert und der dann schon gemeint hat, naja, guck dir doch mal die Homepage von ihm an, was macht der alles? Und was sind so seine Steckenpferde? Und da ist mir eigentlich die spontane menschliche Entzündung, also das SAC, das Phänomen, sofort ins Auge gesprungen. Und dann habe ich sogar zwei Handlungsentwürfe geschrieben. Eine beschäftigte sich dann eher so ein bisschen mit den Tattoos und so. Und dann hatte ich auch relativ schnell eine Rückmeldung. Du hattest, glaube ich, gemeint Tattoos. Deine Frau Ines meinte dann, lieber mach das mit dem SAC. Max Sieber meinte, mach beides. Und schlussendlich ist auch beides geworden. Ja, so ist das eigentlich gekommen. Genau, das muss man sagen, meine Frau Ines, meine Mitarbeiterin die Tina, die jetzt auch im Sport ist, weil Sport ist ja wichtiger als alles andere auf dieser Welt, die kommen auch mit vor. Also unser ganzes kleines forensisches Team spielt also mit und der Florian hat es auch sehr gut geschafft, die Charaktere richtig zu beschreiben. Also die sportliche Tina und die vampirische Ines und nicht mit denen. Wo wir nochmal ganz kurz bei der Aufgabenverteilung sind. Also die Aufgabenverteilung war schon so, dass du eher geschrieben hast und ihr habt Anregungen gegeben und dann gesagt, ach Mensch, das würde noch passen. Also ging das so eher? Ja genau, das ging also im Labor sehr viel hin und her. Also die Tina und Tina, die haben das also 10.000 Mal durchgelesen und den Florian wahrscheinlich auch zu Tode zermürbt, weil sie natürlich unbedingt ihre Charaktere, muss natürlich perfekt sein. Und mit irgendeiner magischen Superkraft hat der Florian das wirklich geschafft, auch die, sagen wir mal, abwegigen Eigenschaften so freundlich ins Buch hineinzugießen, dass das, dass das dann interessant wird, was im Labor manchmal anstrengend ist. Aber das ist also wirklich eine super Kraft gewesen. Also nicht nur das ganze, dieses Fiktionale, also auch was der Wolfgang macht, ich kann das nicht so, das so ruhig und langsam und vernünftig erzählen. Also bei mir muss das alles in winzig kleiner Schrift auf einer Seite gedruckt sein und fertig.
Und das war die super Fähigkeit, die du dann daraus geschaffen hast. Also die super Idee überhaupt zu entwickeln, sodass wir da überhaupt den Ping-Pong-Ball zurückspielen konnten. Das hätte sonst nämlich auch nicht geklappt. Also ich wäre auch gar nicht auf die spontane Selbstnutzung der Menschen, finde ich noch nicht mal das Gruseligste, was ich je gehabt habe an Fällen. Aber es war halt hier. Wieso? Wir können ja noch ein paar andere. Also ich habe auch noch niemanden gesehen, der sich spontan selbst entzündet hat. Ich kann das auch gar nicht. Ja, die siehst du ja normalerweise nicht, weil die dann tot sind. Der Einzige, der das jemals überlebt hat in Belgien vor ein paar Jahren, der würde es jetzt nicht mehr ansehen, weil die in der OP war, aber alle anderen sind ja verstorben. Nochmal einmal zu euren Rollen. Jetzt im Buch, seid ihr da hundertprozentig ihr oder ist das nicht hundertprozentig? Frage jetzt meine Florian, dann meine Frau. Und dann also ob das hundertprozentig sie sind, weiß ich nicht, aber sie sollen es natürlich sein. Und man muss auch einfach sagen, es war natürlich schon eine Herausforderung. Man hat John Sinclair und seine Freunde, die man halt aus der Serie kennt, die fiktiv sind, und man soll da jetzt echte Figuren reinbringen. Und da war mir natürlich, weil wir zum Anfang ja nicht persönlich kannten, klar, oh Gott, wie machst du das? Ne? Kannst du ja eigentlich nur ein Fettnäpfchen treten. Und ich bin auch tatsächlich in eins getreten bei Tina, als ich sie als kleinen schwarzhaarigen Muschelkopf dargestellt habe. Und bekam sofort als Rückmeldung ein Video und auch eins mit der Ines drauf. Und sowas hat mir natürlich extrem geholfen. Also Tina hat glatte, blondierte Haare. Da darf man also keine schwarzen Muschelhaare haben. Das geht dann gar nicht. Ja, herzlich willkommen in der Autobiografie Brand. Ja, es hat tatsächlich autobiografische Züge, weil wenn man den ganzen Wahnsinn, und das, also auch heute, sind Tina und ich, wir saßen heute den ganzen Tag zusammen und haben Fälle bearbeitet, und es ist wirklich gar nicht so weit weg. Natürlich ist das hier auf der anderen Seite des Spiegels, auf der Fiktionsseite des Spiegels, aber was wir an realen Fällen bekommen, wäre, wenn wir so erzählen könnten und dürften, wäre wirklich nicht minder rätselhaft. Und man fragt sich wirklich, also wenn wir nicht alle jetzt so charakterlich so vernünftig wären, fragt man sich wirklich, ob das wirklich alles da draußen passiert, Fehlurteile gegen diesen Menschenverstand, Spuren, die auf rätselhafte, also geradezu mysteriöse und übersinnliche Weise verschwinden und auftauchen, Verletzungen, die wirklich sehr, sehr seltsam sind, und so gesehen passt das schon. Jetzt muss man mal die Ines nochmal, du hast gerade so genickt, also du bist auch der Meinung, dass du gut sehr gut getroffen bist. Du bist auch sehr gut getroffen. Aha, gut, ja, das, die hier lachen, die haben das Hörbuch schon gehört. Weil wir gerade kurz bei euren Rollen sind, beziehungsweise bei deiner, du hast ja im Hörbuch, gibt natürlich auch ein Hörbuch von Brandmal, deine eigene Rolle ja auch gesprochen. Wie war da die Arbeit im Studio? Du bist es ja auch nicht unbedingt gewohnt, ne? Doch, ich lese für Lübbe meine Bücher durchaus auch ein. Ah. Das ist nur so, dass die am Anfang noch, das ist jetzt schon sehr, 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 sehr lange her, haben die immer gesagt, kannst du mal langsamer sprechen? Und ich gesagt, nein, okay. Dann war das also auch schon mal erledigt. Und jetzt hier war das so, dass ich muss manchmal, ich habe mich zum Beispiel mal selber gespielt, aber wir haben behauptet, ich bin nicht ich selber auf einer Theaterbühne, was auch durch die ganze Welt getourt ist, und das habe ich nicht verstanden so richtig, aber ich habe das gemacht, und da habe ich eine Sache gelernt, mach das, was der Regisseur sagt. Das ist nicht wesentlich unähnlich einer Ehe, ne? Mach, was der Regisseur sagt. Und das habe ich dann hier im Keller, hier hinten, wo man die Treppe runtergehen, im Studio auch gemacht. Und das funktioniert wirklich gut, weil die meisten Regisseure, die können selber auch Schauspielern oder halt auch in dem Fall sprechen und so weiter. Und dann habe ich denen wirklich immer gesagt, ja, du musst mir das vormachen, weil ich bin halt so ein bisschen aspergerisch und ich kann es gut nachmachen, aber ich kann es nicht so erfinden. Und so hat er auf der anderen Seite in der Glasscheibe hat er ganz viele Dinge gemacht, und die habe ich dann einfach nachgemacht, und so funktioniert das halt. Gibt es da Videos von? Da gibt es Videos von, die wurden aber dann rausgeschnitten von Lübbe, weil der Ton auf der anderen Seite nicht zu hören war. Also das Lustigste war eigentlich mal das, was ich auf der anderen Seite gesagt habe, nämlich Verzweiflung, Gelächter, Wahnsinn. Das spielte sich aber auf der tondichten Seite leider ab. Ich habe aber noch Videos davon, vielleicht stelle ich die mal online. Also die Bewegungen reichen auch. Finde ich schon ein bisschen. Flo, worauf achtet man, wenn man echte Menschen in so eine fiktive Welt reinschreiben will? Also mit eigenen Regeln, mit eigenen Gesetzmäßigkeiten agieren lässt? Also normalerweise frage ich immer als allererstes, ob so ein Problem damit haben, wenn sie sterben. Aber das ist in der Hoffnung natürlich, dass es irgendwie weitergeht. Wobei bei der Tina passieren ja Dinge am Ende, nicht wahr? Genau. Ja, da haben wir noch ein bisschen offen gelassen. Aber man trifft sich natürlich, also man versucht irgendwie die Leute so darzustellen, wie sie wirklich sind, beziehungsweise fragt natürlich schon irgendwie, bis wohin darf ich denn gehen oder so. Und das war hier eigentlich fast wie Selbstmord, aber ich durfte eigentlich alles machen. Also, ne, und das sind also wirklich pro Tag, also ich werde jetzt wirklich gesagt, teilweise 100 Mails hin und her gegangen. Also es ging dann wirklich im Sekundentakt teilweise. Ja, das stimmt.
Aber nimmst du da tatsächlich dann auch Rücksicht drauf? Sagst du nicht auch irgendwann so, ey, da, weil ich muss ja die Geschichte schon so machen, wie sie sich schreibt, dann muss man dann irgendwann auch mal hart sein und sagen, so ist mir jetzt aber egal, was du willst. Das musste ich nicht, weil da, wo ich sein wollte, wurde schon gesagt, ja, mach mal. Also, ja, aber in dem Fall, aber so grundsätzlich. Ja, grundsätzlich habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass ich jetzt häufig reale Figuren drin auftreten lasse. Also das ist eigentlich so, wenn ich jetzt überlege, dann ist das immer. Man muss auch dazu sagen, wir haben da auch Spaß dran gehabt. Also das ist natürlich, also das Team ist komplett schmerzfrei. Also die will halt nur zum Beispiel, also der Björn, der da hinten ist, der hat jetzt auch schon die ersten Figuren. Es gibt jetzt schon Actionfiguren von der Flo, also von der Ines und von der Tina und mir und Aufkleber und Maden und so. Und es macht das einfach Spaß. Also wir wissen, dass sie das können. Also wir wissen, dass der Florian das ganze Sinclair-Universum kann. Das ist super gruselig. Ich habe ein Video online, also bei YouTube, da ist er mit seiner Schwester übrigens zu sehen, wo man also merkt, dass er das komplett kennt alles. Also er musste jetzt nicht wieder Wolfgang erstmal so einen Kunstgriff einführen, um John Sinclair Sachen vergessen, sondern der kennt alle Monster und alle Geschichten und alle Bände und so. Und deswegen war es wahrscheinlich auch sehr, sehr einfach, dann einen Ton zu treffen, der dann sofort, wo man uns sofort dran planschen konnte. Das war, glaube ich, sehr einfach. Also ich sage nicht, dass deine Arbeit einfach war. Weil du den Ton schon kennst und weil du alle Figuren kennst und weißt, in welche Lücken man das setzen kann. So, also da hatte ich am Anfang auch tatsächlich die größte Respekt vor. John Sinclair, das war wirklich Heimspiel in dem Moment, aber die realen Personen da reinzubringen, da hatte ich am Anfang schon deutlich Manschetten vor und das hat sich aber nach den ersten Mails auch schnell gegeben, muss ich ganz einfach sagen, weil dann wirklich klar war, irgendwie, wie Marc schon sagte, also eigentlich sind es alle drei total schmerzbefreit und jetzt haben wir im neuen Sonic Studios, da sind ja auch Trading Cards drin für das Hörspiel und da wurde ich auch gefragt, kannst du da vielleicht noch ein paar Texte zu schreiben und da konnte man ja wirklich dann irgendwie auch mal über das Ziel hinausschießen und das hat irre viel Spaß gemacht einfach. Also das ist wirklich geil für die keine Trading Cards kennen, das sind so Kärtchen, so wie ein Quartett und dann kriegt man so bestimmte Stärken und Schwächen, kriegt man Kraftpunkte und kann dann gegenseitig sich ausschwächen, je nachdem, wenn man halt die Kategorie sagt und dann mehr oder weniger hat, dann gewinnt man halt lieber Autoquartett oder was halt so gibt. Und das war halt auch super. Der Maler, also der Timo Würz, der auch viele John Sinclair Cover macht, hat dann einfach blitzschnell das skizziert und vieles davon auch zum Thema, was ist so mysteriös und magisch und toll in der Realität, das war zum Beispiel sowas. Also wir hätten uns da eingemischt und hätten uns das auch niemals ausdenken können, um diesen kleinen Gag für diese Musikzeitschrift Sonic Seducer, die eben auch alles, was düster, finster und Horror ist, mag, auszudenken. Das funktioniert ja einfach nur, weil der Timo einfach super geil, also unfassbar geil malen kann und auch unfassbar schnell und auch das Lesen erfasst. Was ja auch nicht immer der Fall ist, und das kann der Florian halt auch. Also ich weiß nicht, ob es schnell geht, aber du kannst das Lesen jedenfalls sofort erfassen. Und das nur nochmal zum Thema Schmerzbefreiung. Also wir freuen uns einfach, dass Leute was können und dass wir mal an Stellen, wo wir sonst nie zusammenarbeiten würden in der Arbeit, weil das geht ja schlecht, dass bei Fallbearbeitungen oder so solche Techniken anzuwenden, also Fiction oder Malerei, das einfach mal mitzumachen. Also da wachsen wir auch dran, das macht Spaß. Also in dem Fall auf jeden Fall die richtigen Leute zusammengeführt. Ja, absolut. Also das macht Lübbe aber sowieso immer. Also das ist wieder die Superpower von Lübbe, die richtigen Leute. Man schaut mal an diese Wand. Also für die Sie sehen können, Sky Dumont kennt Follett, Sebastian. Du musst ja nicht alle vorlesen. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen zum Schreibvorgang an sich. Ich meine, es war ja auch das erste Buch für dich, was du als John Sinclair Buch geschrieben hast. Was ist da anders beim Schreiben im Gegensatz zu so einem Heftroman? Also was war da die besondere Herausforderung dran? Das, einfach nur das länger zu machen, kannst du ja nicht mehr. Es war länger. Und ja, natürlich, wie gesagt, in diesem Fall, man hat auch immer reale Personen dabei. Es ist länger und es ist aber natürlich nochmal so die Herausforderung gewesen, einen Fall zu erzählen, der natürlich auch beide oder beziehungsweise sogar drei Lager anspricht. Natürlich die Kenner der Heftromane, die Aha-Erlebnisse erwarten, die sagen, naja, wir möchten jetzt ja nicht nur so ein Monster of the Week-Roman irgendwie, sondern das muss ja schon irgendwie was mit der Serie, vielleicht hat er ja noch irgendwie, gehört mit, muss in die Serienkontinuität eingebunden werden. Dann natürlich auch die Hörspielhörer, die nicht zwingend die Hefte kennen, aber vielleicht auch welche, die überhaupt noch gar nichts mit John Sinclair zu tun hatten, sondern das dann irgendwann bei Thalia auf dem ersten Büchertisch vorne rechts hoffentlich gleich sehen und denken, Mensch, ne, das möchte ich mal gerne lesen, ausprobieren und wer ist das überhaupt? Das heißt, ich musste die Figur John Sinclair auch erstmal für jemanden begreifbar machen oder auch nachvollziehbar machen, der John Sinclair noch nie gesehen, gehört hat.
Warst du vorher schon richtiger Sinclair-Fan oder bist du da erst richtig neu eingetaucht in den Kosmos? Ich bin Trash-Fan. Also ich mag das, dass Dinge einfach nicht nur immer diese etipetete Oberfläche und diesen Glitzer-Shit haben, den man gerne mal vor sich herträgt, wenn man wichtig und klug scheinen will, sondern dass das am Ende des Tages ja doch alles, was das menschliche Dasein ist, so das, was der Wolfgang gerade vorgelesen hat, halt so schleichend und finster ist und so gut, da kommen dann früher oder später die Monster, aber eigentlich das meiste im Leben ist das, bevor die Monster kommen oder nachdem die Monster gekommen sind, ne? Darum dreht sich das Leben und das ist halt nun mal so, wie es ist, also das hat jetzt nichts mit Fremdworten und akademischen Titeln zu tun, sondern damit, dass man halt oft, das sehen wir auch bei Angehörigen, bei den Posttrauma-Menschen und aber auch bei Leuten, die irgendwie vom Recht überlebt haben und so, dass die einfach dann so, ja, auch was du gerade sagst, so zwischen Ebenen hin und her changieren und mit verschiedenen Ebenen sich auch ausdrücken müssen. Also mal musst du dich halt normal ausdrücken, mal kannst du dich, wenn du es möchtest, und kannst kompliziert ausdrücken, aber am Ende des Tages ist irgendwas in dir drin, was halt so weht und wabert und kocht und irgendeine Continuity, nämlich dein Leben hat. Und das ist das, was ich den ganzen Tag immer vor Augen habe. Also sowohl was mich selbst betrifft, als auch andere Leute. Und das war als Kind halt auch schon so. Also ich bin ja in der Platte hier in Köln aufgewachsen. Da gab es ja auch Plattenbauten. Und da war das halt alles sehr real und sehr echt und fremdwortfrei. Und da gehörte natürlich John Sinclair, der dann in dem Kiosk damals stand und nicht bei dieser, wie heißt diese Thalia? wo das halt einfach rumlag und stand oder Urlaub flog, das einfach rum auf diesem rauen Papier und so und die Cover, die damals ja auch schon aus dem Monster of the Week und schön Farben stand. Das war immer da die ganze Zeit. Also, hattest du mir meine Frage jetzt eigentlich beantwortet? Ja, ich habe die Frage beantwortet, weil ich. Weil das permanent da war. Also du warst schon auf Heftchenroman. Nein, alle Heftchenromane. Das sagt alles rum. Kein Mensch hat da groß gelesen oder so. Das sagt rum, war da. Man konnte sich das nehmen und wieder zurücklegen. Das hat niemand interessiert. Also das war permanent immer da. Alles. Ich komme ja aus einem bestimmten Grund drauf, weil ich ja weiß, dass du dir das Autogramm von unserem Meister Jason Dark, der heute übrigens leider nicht da sein kann, aus persönlichen Gründen, tut uns wirklich, wirklich sehr, sehr leid, kann er halt einfach nicht. Und du hast dir das ja auf dem Arm tätowieren lassen. Das ist richtig. Also ja, musst du ja, wir mit Keller, genau. Zeig mal, würdest du mal kurz so ein. Ja, will ich mal sehen. Finde ich schön. Wo ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich glaub, ja. Ich hab's vergessen. Ja, da ist er. Ja, und das, das Besondere ist, der Meister selber, also Jason Dark, heißt er ja mit Künstler Namen, war so aufgeregt, dass er ja so Dark geschrieben hat. Das finde ich aber eine schöne Ebene, wo wir gerade über Ebenen gesprochen haben. Also, ja, so Dark. Ja, so Dark. Und dann haben wir überlegt, ob wir das jetzt ändern, aber dann hat auch er selber gesagt, nö, hab ich so geschrieben, bleib ich jetzt. Eine Sache, die ja auch in dem Buch sehr, sehr wichtig ist, will ich noch einmal zurückkommen, und zwar eben auf diese spontane Selbstentzündung. Kannst du uns da einmal ganz, ganz kurz dieses faszinierende Phänomen erklären? Seit Jahrhunderten entzünden sich immer nur alte Frauen, deren Beine übrig bleiben, nachdem sie verbrannt sind. Und das ist, wir haben natürlich gedacht, na gut, vielleicht ist das jetzt irgendein Serientäter, der mal so wie Jack the Ripper oder so, der so eine bestimmte Fantasie gehabt hat, die umsetzt, oder vielleicht sind es irgendwelche verrückten Unfälle. Aber dadurch, dass über so lange Zeit, also über Jahrhunderte, gut dokumentiert, das kriegt immer sehr viel Aufmerksamkeit, wenn das passiert, weil gerade die Feuerwehrleute und die Polizisten und Polizistinnen, die vergessen das auch nicht. Also das schleppen die bis in ihre Rente, Pension oder wie auch immer das dann heißt. Also woher kommt das? Ja, das passiert das, also. Ja, also in Wirklichkeit ist das eine Verkettung von Abläufen. Also da muss das Unterhautfettgewebe sich verflüssigen von den Menschen, dadurch, dass sie an einer bestimmten Stelle eine Hitzequelle. Eine chemische Reaktion oder was? Ja, nee, das ist wirklich ein sehr komplizierter Ablauf, der sehr selten passiert, weil entweder geht es vorher normalerweise aus oder die ganze Bude brennt. Aber es passiert nämlich auch nur in Wohnungen, nicht im Freien. Und in der Regel hast du natürlich einen kompletten Wohnungsbrand, wo dann alle sagen, naja, gut, du kriegst die Bude abgefackelt, der hat im Bett geraucht. Passiert leider, traurigerweise, aber passiert. Aber dass du eben hast, dass der Stuhl, in dem die Leute noch sitzen, steht, also alle vier Füße und Beine noch da sind und dann eben noch die Beine von der Person davor stehen, das ist dann halt wirklich gruselig. Manchmal fällt das um. Und seit es dann Fotografien gibt, gibt es auch Fotos davon. Und es hat zum Glück auch den Weg in die Literatur gefunden über
einen Roman, der Autor, der auch Moby Dick geschrieben hat, der hat da einen Roman drüber geschrieben, Bleak House. Das ist nicht so bekannt in Deutschland, aber es ist sehr im angloamerikanischen Raum sehr, sehr, sehr bekannter Roman. Und so kommt das eben, dass sich das über die Zeiten gehalten hat und jetzt mittlerweile auch in Serien ist, ins South Park stirbt Kenny natürlich da dran. Ja. Solche Sachen. Und es war sehr, sehr schwierig, das rauszukriegen. Und da sind wir auch wieder bei John Sinclair. Und rausgekriegt haben wir das, indem wir wirklich mit einem Esoteriker, der mag keine Naturwissenschaften, der will auch gar nichts von hören, mit dem, der hat ein ganz dickes Buch mit einer Fallsammlung gemacht. Ich hatte auch eine Fallsammlung. Und haben gesagt, komm, lass es doch zusammen machen. Ich habe eine Fallsammlung aus Europa, du hast eine Fallsammlung, teils aus Europa, teils aus den USA. Und es ist doch egal, was wir glauben. Wir wollen ja nicht über Glauben reden, sondern über Tatsachen. Und dann sind wir zu der einen Frau gefahren, die einzige, die es jemals überlebt hat, die lebt zum Glück noch, also auch jetzt noch in diesem Moment. Und der war das völlig egal. Der hat nur gesagt, ich möchte nicht, dass das jemand in meiner Familie passiert, weil das genetisch ist oder sowas. Und deswegen hat sie mitgemacht. Ansonsten ist sie auch nicht ins Fernsehen gegangen oder so. Also mit uns dann mal von National Geographic, aber sonst nicht. Und das ist die echte Geschichte dahinter, die wohl unglaublich aufwendig war. Ja. Wie war das für dich? Du hattest dich ja wahrscheinlich damit direkt noch nicht beschäftigt vorher. Hast du dich da auch dann eingelesen, um das umsetzen zu können? Ja, sicher. Also ich hatte tatsächlich vorher schon mal davon gehört, das war auch ein populärwissenschaftliches Buch und da hatte ich auch so ein Foto mal gesehen, wo ein paar Beine noch übrig waren, ein riesengroßer Aschefleck und da hatte ich das, und als ich mir dann die Seite von dem Markt angeguckt habe, da hatte ich einen Artikel darüber gesehen und fiel mir das wieder ein und ich fand das einfach so von dem Ablauf her so spooky und crazy und auch angsteinflößend natürlich. Ich habe das, als ich das erste Mal das gelesen habe, da war ich irgendwie 12, 13 oder sowas, ne, und hatte da echt Schiss bekommen, irgendwie, wenn du zu lange in der Sonne bist oder sowas, gehst du in Flammen auf oder auf jeden Fall, keine Ahnung. Also auf jeden Fall fand ich das schon ziemlich furchteinflößend und das kam vielleicht auch eher so ein bisschen bei hoch und wollte natürlich auch etwas haben, was besonders ist und was es bei Sinclair jetzt noch nicht so in der Form zumindest gab. Also natürlich hatte er schon öfter mal mit Fällen zu tun, wo Leute in Flammen aufgehen oder verbrennen, aber da war es dann halt tatsächlich so, dass es dann häufig ein Dämon war, der dahinter steckte oder Hexenfeuer und so weiter und so fort. Aber das Phänomen SHC, das wurde so bislang noch nicht beleuchtet. Macht das Spaß, das auszuschmücken? Ja. Also ja, das so auszureizen. Ja, genau. Das ist natürlich auch nochmal ein Reiz, gerade jetzt bei diesem Buch, dass man reale Figuren, aber halt auch so einen Ablauf der Kriminalbiologie und der Spurensicherung damit halt verknüpft und dass man dann halt aber dann schon sagt, die SAC, die hier halt untersucht wird, hat keinen realen Hintergrund und keine natürliche Ursache, sondern eben eine übernatürliche. Und es sind auch nicht nur alte Frauen in Häusern oder in geschlossenen Wohnungen, die in Flammen aufgehen, sondern auch durchaus draußen. Es verbrennen Kühe, es verbrennen Schweine, es verbrennen Hunde. Ich hatte auch dann auch mal gefragt, Mensch, was bleibt eigentlich übrig, wenn so eine Kuh verbrennt und doch deutlich mehr, als man gemeinhin denkt, oder beziehungsweise eine Kuh ist ja auch ziemlich groß, aber auch beim Schwein, bekam dann irgendwelche Mails von verbrannten Schweinekadavern. Und das muss man wissen. Tina hat im Zuge einer akademischen, ausführlichen Arbeit hat sie geguckt, wie Schweine verbrennen. Also das ist immer sehr, sehr lustig, wenn sie auf die Bühne kommt bei einem Kongress oder so und dann ist ja immer so der Stereotyp, weil sie ist doch was kleiner, sie ist zwar sehr extrem sportlich, aber etwas kleiner und blondiert sich halt die Haare und hat so lange glatte Haare und dann sind alle so und dann zeigt sie halt ihre Bilder von den verbrannten Schweinen und dann ist ganz viel Ruhe. Dann möchte ich sie nicht treffen. Doch, ich kenne sie ja nicht. Was sie denn? Wo ist sie denn? Das wird mich ganz gespannt. Eure Zusammenarbeit war gut, so wie ich es eben gerade verstanden habe. Ihr versteht euch super. Habt ihr darüber hinaus Lust, weiterhin so eine Sache auch zusammen zu machen? Also der Florian hat ja eigentlich einen doppelt so langen Text geschrieben, der dann von Lübbe gekürzt wurde. Ist das quasi schon fertig? Nee, also ich hätte natürlich Lust dazu und würde auch durchaus auch direkt an Band mal anknüpfen wollen. Also von daher, ich bin dafür alles offen. Dann würde ich sagen, wollen wir mal reinhören bei den beiden Herren und in das Buch Brandmal. Ja, ich würde sagen, leg einfach los. Ich stelle dir das hier mal noch hier mit hin, dann kannst du besser lesen. Und umblättern. Und hört immer das stehen. Wasser habe ich euch eingefüllt. Also ich kann nicht so gut lesen wie der Wolfgang oder Lang.
gesagt. Es rechne ich nicht langsam. Bevor du anfängst, brauchst du den? Oder? Nein, danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Auszug aus Brandmal von Florian Henneberg und Marc Benecke. Zurück auf dem staubigen Feldweg schauten sie sich um, also Marc und Tina, konnten jedoch niemanden sehen. Daher setzten sie ihren Weg zum See fort, den sie gar nicht verfehlen konnte. Sie passierten den Kiosk, der mehr wie eine schnell zusammengezimmerte Baracke aussah und geschlossen war, und gingen den zugewachsenen Pfad entlang, hinter dem sich der kleine Campingplatz öffnete. Der hölzerne Steg, der von der Mitte des freigeschnittenen schmalen Strandes ins Wasser führte, fiel als erstes ins Auge. Mann, hier steckt ja echter Bär, sagte Tina und blickte sich auf dem leeren Platz um, auf dem nicht ein Zelt oder Wohnwagen stand. Nur zwei alte Dieselgeneratoren standen am Rand der Lichtung und versorgten die Touristen auf Wunsch mit Strom. Zumindest ist es sauber, entgegnete Marc. Das ist zum Beispiel jetzt Tante Florian, glaube ich. Zumindest ist es sauber, entgegnete Marc und ging auf den hölzernen Steg zu. Schau mal, hier liegt nicht das kleinste Stückchen Müll rum. Alles sieht wie geleckt aus. Also ich bin zu Hause der, der immer die Kalkflecken den ganzen Tag wegputzt und alle finden das nett. Ja, ein wenig zugeleckt, wenn du mich fragst, sagt Tina. Tina blieb in der Mitte der Lichtung stehen und blickte sich um. Eine grüne Abfalltonne stand unweit der beiden Generatoren im Schatten der Bäume und Büsche. Die Kriminalbiologin, Komma Fehler, ging darauf zu und öffnete. Die Kriminalbiologin ging darauf zu und öffnete die Klappe. Selbst der Müllbeutel ist frisch ausgewechselt worden. Da liegt nicht mal Kaugummipapier drin oder eine Bananenschale. Du willst mir doch nicht erzählen, dass um diese Zeit keine Touris mehr herkommen, rief Tina ihrem Kollegen hinterher, der zum Ende des Steges stiefelte. Dort legte er sich bäuchlings auf die Bretter, um mit beiden Armen Wasser aus dem See schöpfen zu können. Den entsprechenden Behälter hatte er schon zuvor aus dem Koffer geholt. Tina wollte ihrem Kollegen folgen, als sie die schlanke Gestalt am Rande des Pfades stehen sah. Mit dem dunkelgrauen Hoodie, dessen Kapuze über den Kopf geschüttelt war, der schwarzen Sonnenbrille und dem Schal, der das Gesicht verbarg, war der Typ für dieses Wetter absolut unpassend gekleidet. Kaum bemerkte er Tina, warf er sich auf der Stelle herum und rannte davon. Na warte, Bürschchen, murmelte die durchtrainierte Forensikerin und startete. Auch sehr realistisch. Wirklich. Marc rief ja noch etwas hinterher, was sie nicht verstand. Da erreichte sie schon den schmalen, zugewachsenen Pfad und erkannte, dass es sogar zwei Leute waren, die sie beschatteten. Tina wusste, dass die beiden Verfolger ihr in Sachen Ortskenntnis überlegen waren, doch zum Glück war der Pfad derart dicht bewachsen, dass sich hier niemand seitwärts in die Büsche schlagen konnte. Und in Sachen körperlicher Fitness war die Marathonläuferin den beiden Gestalten haushoch überlegen. Die Flüchtenden passierten gerade die behelfsmäßige Kioskbaracke, als Tina den langsameren der beiden erwischte und einfach über den Haufen rannte. Sie überlegte kurz, ob sie weiterlaufen sollte, um auch den zweiten Typen einzufangen, entschied sich aber dagegen. Wenn sie wollte, konnte sie sehr überzeugend sein und sie schwor sich, dass sie einige Antworten bekommen würde. Der Kerl mit dem schwarzen Kapuzenpullover rollte sich auf den Rücken, als Tina wutschnaubend auf ihn zukam. Der kurze Sprint in der Mittagshitze mit der kurzen Jacke hatte sie zwar nicht angestrengt, aber trotzdem ihr Blut in Wallung gebracht. Das möchte niemand. Kleine Schweißperlen standen auf ihrer Stirn. Ihr Puls dagegen hatte sich nur unwesentlich beschleunigt, ihre Atmung ging ruhig und gleichmäßig. Der Vermummte wollte auf dem Rücken liegend vor ihr davonkriechen und trat halbherzig nach der blonden Frau, die jetzt endgültig genug von den Spirenzchen hatte. Sie schlug den Fuß, der in einen flachen Turnschuh steckte, zur Seite, bückte sich und packte den schmächtigen Kerl am Kragen des Kapuzenpullovers. Mit einem kurzen, kraftvollen Ruck riss sie ihn vom Boden hoch. Ein gurgelnder Aufschrei drang unter dem schwarzen Schal hervor, dann schleuderte ihn Tina kurzerhand herum und schmetterte ihn mit dem Rücken gegen den Bretterverschlag des Kiosks, dessen Konstruktion unter der Wucht des Aufpralls bedenklich wackelte. Man sieht, Florian hatte Spaß da. Hast du heute auch einen Kapuzenpulli? Nee, das hat alles extra gehört. Der Vermummte war dadurch so konsterniert, dass Tina ihm mit einem schnellen Griff die Kapuze vom Kopf ziehen konnte. Die Sonnenbrille folgte und zum Schluss riss sie den Schal herunter. Zum Vorschein kam das blasse, picklige Gesicht eines jungen Mannes Anfang 20.
Doch was Tina im ersten Moment für schwere Akne gehalten hatte, war in Wirklichkeit der Ausschlag, wie sie ihn auch bei Radomir Horvath, seiner Tochter und der kleinen Kellnerin bemerkt hatte. Dem Kerl schien es in seiner Kluft extrem warm zu sein. Sein Gesicht badete im Schweiß, sein Atem ging schwer und schnell, was Tina jedoch auf den kurzen Sprint und die Angst des jungen Mannes hob, die deutlich erkennbar in seinen Augen flackerte. Noch bevor sie ihre erste Frage stellen konnte, geschah jedoch etwas, das ihre Annahme Lügen strafte. Ungehindert trafen die Strahlen der hoch am wolkenlosen Himmel stehenden Sonne das Haupt des Jünglings, der sich plötzlich mit beiden Händen an den Kopf griff und lauthals zu schreien begann. Tina wich unwillkürlich einen Schritt zurück und wollte ihren Augen nicht trauen, als sie kleine Rauchfähnchen zwischen den Fingern des Mannes hervorquellen sah. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Sie wusste, was jetzt passieren würde. Im nächsten Moment huschten die ersten kleinen Flämmchen über die Hände und den Kopf des Mannes, der sich vor der Kriminalbiologin krümmte und in die Knie sackte. Mit einer lautlosen Verpuffung standen Kopf und Arme des Mannes von einer Sekunde zur anderen grell in Flammen. Tina konnte einen leisen Schrei nicht unterdrücken. Tränen traten in ihre Augen, allerdings eher wegen dem Rauch, als sie tatenlos mit ansehen musste, wie der junge Mann binnen weniger Sekunden zu einem Häufchen Asche verbrannte. Sie zog sich die Jacke aus und versuchte damit das Feuer zu löschen, doch vergeblich. Obwohl sie die enorme Hitze an Händen und Armen spürte, blieben Haut und Kleidung unversehrt. Nur von dem jungen Mann blieb nichts weiter übrig als eine qualmende, stinkende Masse, die nicht annähernd an einen Menschen erinnerte. Ja, dazu muss ich nochmal sagen, also es war auch tatsächlich so, dass ich ab und zu auch mal Mails bekommen habe und gesagt wurde, ja, dass Ines zum Beispiel sich so lautlos bewegt, dass sie niemand hören kann und Tina sich dann regelmäßig erschreckt. Und das waren natürlich auch so Sachen wie jetzt mit dem mit dieser Sauberkeit, das sind Sachen, die habe ich dann immer sofort aufgegriffen und versucht irgendwie damit einzubauen. Also, und jetzt blenden wir über. Es gibt ja auch noch zwei andere Protagonisten, beziehungsweise anderen Protagonisten, den John Sinclair. Und der ist nicht allein unterwegs, sondern mit seiner Freundin oder Ex-Freundin Jane Collins. Ja, und die sind gerade in der Slowakei in einem Hotel und haben dort schon die erste Begegnung der dritten Art. Radomir ließ sich von mir auf die Beine ziehen und nickte mehrmals hintereinander. »Bitte, kommt«, sagte er nur und winkte uns, ihm zu folgen. Wir mussten an der Rezeption vorbei. Glücklicherweise war das kleine Hotel nicht ausgebucht. Vom Tresen aus rechts gesehen, dort, wo auch die Treppe nach oben führte, lagen die Wirtschaftsräume des Palatins. Die private Wohnung des Hoteliers und seiner Familie lag dagegen im linken Trakt des Erdgeschosses. Während wir den Flur entlang gingen, fragte Jane beiläufig, »Hat heute schon ein Pärchen eingecheckt?« Automatisch nickte Radomir und kam gar nicht auf die Idee der Detektive, die Aussage zu verweigern. Ja, ein deutsches Paar aus Köln. Hat ein Doppelzimmer gebucht. Heißen die beiden zufällig Tina Baum-Johann und Marc Benecke? Wollte ich wissen und wieder nickte der Hotelier. Volltreffer. Also waren die beiden Kriminalbiologen schon vor uns eingetroffen. Wissen Sie, wo die beiden hin wollten? Fragte Jane jetzt. Und dieses Mal musste Radomir etwas länger darüber nachdenken. Ich glaube, sie wollten zum See, zum Privata Chaptice, sprach er den Namen so schnell aus, dass ich einen Moment benötigte, um zu erkennen, dass es sich um zwei Wörter handelte. Gleichzeitig hoffte ich inständig, dass den beiden Deutschen nichts passierte. Der See würde als nächstes auf unserer Agenda stehen. Doch zunächst wollte ich sicherstellen, dass die Familie des Hoteliers in Sicherheit war. Radomir öffnete eine dunkelgebeizte Tür, hinter der ein enger Flur ohne Fenster lag. Ein weicher Teppich dämpfte unsere Schritte und kleine gerahmte Ölmalereien zierten die gegenüberliegende Wand. Rechts und links gingen jeweils zwei Türen ab. Die beiden vorderen führten in die Küche und ins Wohnzimmer, die beiden hinteren in das Schlafzimmer des Ehepaares und der Tochter Nicolette, wie uns Radomir erklärte. Zielstrebig, aber auch ein wenig verunsichert, näherte sich der Hotelier der hinteren rechten Tür und legte schon die Hand auf die Klinke, als ihm ein scharfer Ruf stoppte. »Halt! Bleiben Sie zurück und überlassen Sie alles Weitere uns.« Der harte Klang meiner Stimme ließ keinen Widerspruch zu. Und so folgte der Mann wortlos meinen Anweisungen, die ich nicht ohne Grund gegeben hatte. Jane sah meinem starren Gesichtsausdruck an, dass ich etwas verändert haben musste. Das Kreuz
lautete ihre knappe Frage und ich nickte nur. Jane wandte sich gerade mir zu, zog ihn zurück, während ich mich an den beiden vorbeidrückte und meinerseits die Hand auf die Klinke legte. Die Wärme intensivierte sich, die Wärme des Kreuzes, und ich hätte jetzt gerne meine Beretta gezogen, doch die lag in London. Also musste ich mich mit dem Kreuz begnügen. Ein letzter Blick über die Schulter zurück zu Jane. Sie hatte den Hotelier einfach aus dem Flur geschoben und die Tür hinter ihm zugemacht. Egal, was uns erwartete, es war besser, wenn er nicht unmittelbar dabei war. Ich nickte Jane dankbar zu, die mich aufmunternd anlächelte. Noch einmal tief durchatmen, dann öffnete ich die Tür und mir stockte der Atem. Obwohl das Licht aus dem Flur in das geräumige Schlafzimmer hineinfiel, tastete ich automatisch nach dem Lichtschalter, den ich rechts neben der Tür vermutete. Zugleich atmete ich flacher, denn die Luft war zum Schneiden dick, roch abgestank und muffig. Der säuerliche Gestank nach Schweiß mischte sich mit dem schwachen Uringeruch und einem leichten metallischen Aroma, das ich als Blut identifizierte. Im einfallenden Licht aus dem Flur sah ich, dass das gegenüberliegende Fenster komplett verhangen war. Ein großes Doppelbett, über dem eine gerahmte Ölmalerei hing, dominierte den Raum. Ich sah auf den ersten Blick, dass das Bett nicht leer war, konnte aber nichts hören, was meine Ahnung noch verschlimmerte. Endlich fand mein Finger den Lichtschalter und es wurde hell im Zimmer. Ich nahm das Kreuz in die Hand und näherte mich langsam dem Bett. Hinter mir hörte ich das Öffnen einer Tür, kümmerte mich jedoch nicht darum. Das war Janes Sache. Ich widmete meine Aufmerksamkeit dem Körper unter der Decke, die so weit nach oben gezogen war, dass sie sogar das Gesicht bedeckte. Nur die braunen Haare lagen wie ein Schleier auf dem Kissen. Es sah fast so aus, als sei hier eine Leiche aufgebahrt worden. Hallo, rief ich leise. Hinter mir vernahm ich die leisen Stimmen von Jane und dem Hotelier, der sich offenbar nicht abschütteln ließ. Doch die Gestalt vor mir blieb leider stumm. Hallo, Herr Norbert, versuchte ich es wieder, doch erneut kam keine Reaktion. Endlich verstummten hinter mir die Stimmen und ich hörte, wie Jane die Tür schloss. Da zog ich die Decke mit einem blitzschnellen Ruck von dem darunterliegenden Körper. Im nächsten Moment überschlugen sich die Ereignisse. Noch während ich die Decke zu mir heranzog, ging ich zwei Schritte nach hinten und erstarrte, als ich in das wechselnde, kalkweiße Antlitz mit den aufgerissenen Augen blickte, die starr nach oben an die Decke gerichtet waren. Kein Zweifel, diese Frau war tot. Ich hob die Hand mit dem Kreuz und kassierte einen harten Schlag, der mich im Rücken und Nacken traf und nach vorne schleuderte. Hinter mir hörte ich Janes erschrockenen Schrei. Das Kreuz glitt mir aus der Hand und fiel zu Boden. Im selben Augenblick fuhr die Tote im Bett sitzend hoch, streckte die Arme nach mir aus und riss den Mund auf. Spitze Vampirzähne wuchsen aus dem Oberkiefer. Dann umklammerte mich die Untote und zog mich zu sich aufs Bett. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Florian Hilleberg und Marc Hilleberg. Was hast du denn dabei? Ich habe auch Knetlich, damit zum Beispiel die Leute, die jetzt Angst bekommen haben. Ja, aber schön reingesteigert auf jeden Fall. Ja, schöner Auszug aus Brandmal. Zwei völlig verschiedene Szenen. Also, ja, ich denke mal, wir sind gespannt darauf, wie sich das zusammenfügt. Wollen wir mal ins Hörspiel reinhören? Ja, gerne. Wollen wir mal? Ja. Oder möchtet ihr erst ein bisschen was fragen? Nein? Keine Fragen von irgendjemandem? Machen wir am Anschluss nochmal. Gut, ich probiere das mal nochmal, ob ich das hier diesmal richtig mache. Liebe Technik, ich bin am Computer. Und klicke jetzt. Tina folgte Mark durch das geöffnete Holztor auf den Hof. Im Laden brannte kein Licht, aber die Tür war nur angelehnt. Hallo? Ist da jemand? Hey Nico, hier gibt's wirklich Eis. Wir sollten lieber weitergehen. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Ja, dass du einfach so in fremde Häuser einbrichst. Wieso ist die Tür offen, wenn keiner hier ist? Hallo? Hallo? Hast du das gehört? Das kam aus dem Stall, da drüben, glaube ich. Schwein oder Kuh? Das hörte sich aber anders an. Ja, dann hör mal nach. Hey! Marc, warte! Marc, wir können da doch nicht einfach reingehen.
Der Tag war ziemlich heiß. Vielleicht brauchen die Tiere Wasser. Bist du jetzt auch noch Veterinärmediziner oder was? Ich will sie bloß nicht verdursten lassen. Das klingt allerdings wirklich merkwürdig. Marx näherte sich der Klinke. Marc? Marc? Bitte, okay? Nur für den Fall? In welchem Fall, verdammt? Im Stall herrschte Zwielicht. Marc schirmte die Augen gegen die Sonne ab und erkannte 3 oder 4 Dutzend Schweine, die eng gedrängt und regungslos in ihren knapp bemessenen Koben standen. Naja, das ist jetzt eher keine biologisch artgerechte Haltung. Erklärt das etwa die Schreie? Das erklärt zumindest, warum sie uns so traurig angucken. Aber Tina sah in den Blicken der Tiere keine Traurigkeit, sondern eher Kälte und Feindseligkeit. Als würden sie nur auf den richtigen Moment warten, um aus ihren Koben zu springen und... Ups. Im hinteren Teil des Stalls, kaum erkennbar im Halbdunkel, stand ein Hund, über den Kadaver eines Schweins gebeugt, aus dem er einen handgroßen Fleischfetzen riss. Übles Vieh. Marc, der frisst das Schwein. Wenn ihm niemand etwas anderes gibt. Der Hund hob den Kopf. Und plötzlich begann die Schweinehaltung zu quieken, als wollte sie den Hund anfeuern. Er hetzt auf Herr und Tina zu. Obwohl sich Marc mit seinem gesamten Gewicht gegen die Tür stemmte, wurde er von der Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert. Der massive Körper des Bernardiners zwängte sich ins Freie. In der offenen Tageslicht war deutlich das Blut auf der Schnauze und den Lefzen zu erkennen. Das Fell war blutverschmiert. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie der Hund zum Sprung ansetzte und ließ sich fallen. Die unfassbar langen Hauer verfehlten sie mit Zentimeter. Sobald er mit den Pfoten aufsetzte, warf er sich herum und brach zusammen. Flammen schossen auf seinem Körper. Aber das Feuer stellte keine Gefahr dar. Jedenfalls nicht für Tina. Gierig zündeten die Flammen über das Fell, das zusammen mit Haut und Fleisch innerhalb von Sekunden zu einem schwarzen Klumpen verschmolz. Das gibt's doch nicht. Marc, da! Was? Marc folgte Tinas Blick in den Stall. Was ist das denn? Dort, wo das schräg einfallende Licht der Nachmittagssonne die Kugel traf, wandten sich auch die Schweine auf den Boden. Qualm kräuselte sich über ihn. Und dann... Wie zuvor bei den Dramatik. Sekunden später war das Schauspiel vorbei. 15 oder 20 Schweine waren verbrannt. Nur die Tiere in den hinteren Koben, die nicht unmittelbar von den einfallenden Sonnenstrahlen getroffen worden waren, hatten das qualvolle Sterben ihrer Artgenossen teilnahmslos und mit kalten Blicken verfolgt. Auch nochmal die Frage an dich, hatte ich ja Wolfgang vorhin schon gestellt. Hast du am Hörspiel-Drehbuch mitgeschrieben? Hast du da mitgearbeitet oder hast du das auch komplett den anderen überlassen? Nein, also das hat komplett Dennis Erhardt geschrieben. Wir haben aber mehrfach miteinander telefoniert und uns da auch so ein bisschen abgesprochen. Und er hat natürlich gesagt, also obwohl diese Sonderedition ja schon eine CD mehr hat als üblicherweise, also 3 CDs, können wir nicht komplett den gesamten Roman wieder reinbringen. Das heißt, da gab es natürlich schon mal die ein oder andere Änderung. Also auch tatsächlich im Plot und ich habe gesagt, da habe ich vollstes Vertrauen in ihn. Ich kenne ja seine Arbeit und man hat also den doppelten Effekt. Also man hat was davon, wenn man das Buch liest und das Hörspiel hört. Und also von daher, nee, aber geschrieben, das Skript selber hat das ja. Hast du das schon komplett gehört selbst? Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe ja am Samstag mein Bedeck-Exemplar bekommen und muss dazu sagen, dass ich ja auch noch anderweitig tätig bin und musste morgens früh raus am Sonntag. Der Wecker ging mit um 5:30 und hatte den Fehler gemacht, Samstagabend anzufangen und bis 2 Uhr war ich dann tatsächlich wach, bis ich das durchgehört hatte und kam dann halt leider nur noch auf 3,5 Stunden Schlaf.
Das ist die Stelle, wo ich bin, genau. Wie ist das für dich, wenn du dich hörst selbst? Ja, also hier ist das relativ lustig, weil das halt so choreografiert ist und mit viel Regie und vielen Geräuschen und brennenden Schweinen und so. Aber sonst kann ich das, also ich mache ja seit 16 Jahren zum Beispiel jeden Samstagmorgen auch eine Radiosendung, ich muss auch immer Wochenende aufstehen, auch sonntags, und das höre ich nie an, nie. Also das kann ich nicht hören. Also so meine flache, normale Stimme, das krieg ich Plack. Ja, wir sind gespannt, ob ihr nach Brandmal, also erstmal natürlich ist jetzt Brandmal aktuell und das soll jetzt auch erstmal genossen werden in jeder Form. Trotzdem bin ich gespannt, ob ihr weiterhin zusammenarbeitet, ob man von euch zusammen noch das eine oder andere hört. In jedem Fall war es mir eine Freude, mich mit euch unterhalten zu dürfen. Großartig. Ja, Florian Hülleberg und Marc Wendig. Danke, danke. Was hat das für eine Bewandtnis mit den... Ja, die Kneblicher sind, damit Leute keine Angst haben. Das Monster passt jetzt zufällig, das ist aber Zufall zu Wolfgangs Monster. Und das Lotzinkleheft war eine Jubiläumsedition, die hier von Lübbe mal herausgegeben wurde. Ich will noch einmal ganz kurz auf, also ich weiß, ich stresse euch da ein bisschen, aber möchte irgendjemand noch eine Frage richten, vielleicht an Wolfgang, an Marc oder an Florian? Ist da noch irgendwas im Argen? Da hinten der Herr, dann komme ich doch mal. Da ist er schon. Wie heißt du? Herr Rudolf, das ist eigentlich weniger eine Frage an die Autoren, sondern mehr generell, wann erscheinen die denn offiziell im Handel? Gott, das ist jetzt meine Verantwortung. Kann ich aber auch an. Oh, mach du mal. Also am Freitag sind die offiziell im Handel erhältlich, sowohl die Sonderedition als auch Bandmal. Und Doc von Wolfgang von dir ist Ökolus im Auge des Sturms kommt auch Freitag und einen Monat später kommt dann auch der zweite Teil. Und hier gibt es sie? Richtig. Hier gibt es sie schon, ne? Also, ja, genau, und hier kann man sie schon kaufen. Hier gibt es sie schon. Also hinten beim hervorragenden geisterjäger.de gibt es sie jetzt schon. Ja, also hier natürlich klar für heute. Den Vorzug soll man ja auch haben, wenn man heute hier ist. Aber ansonsten vielen Dank, dass du da eingesprungen bist gerade. Du kamst eben gerade nochmal auf den tollen Merch zu sprechen, den es da hinten gibt. Da gibt es einen schönen Katalog. Der junge Mann da hinten, der es übernommen hat, gibt sich sehr, sehr viel Mühe damit. Und das ist der geisterjäger.de. Und hinten ist das natürlich auch alles aufgebaut. Das wollte man nicht vernachlässigen. Noch irgendwie eine weitere Frage. Von da hinten ist noch ein junger Herr. Dann komme ich doch auch nochmal zu dir. So wollen wir das, bitteschön. Mein Name ist Knut und ich wollte einfach nur fragen, welche Kölner Platte? Jeden Zollstock, in Köln-Zollstock, der Langbau am Vorgangspark. Ja. Vielen Dank. Hat noch niemand gefragt. Endlich mal eine neue Frage. Danke. So, das war nein, 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 war natürlich auch neu. Nein, wir haben ganz eine Liste an Publikums dann so, ist das nicht ekelig? Kann man ein Praktikum machen? So was ich meine nicht einfach. Nein, das ist zu gut. noch haben wir Zeit, also wir sind ja hier. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir an dieser Stelle hier auf der Bühne erstmal Schluss. Ich möchte natürlich noch den ersten Autor, den wir auf der Bühne hatten, noch einmal auf die Bühne bitten. Kommt noch einmal hoch, Wolfgang Hohlwein. Damit wir jetzt einmal zusammen haben, natürlich. Ich habe keine Angst. Ja, es war mir eine große Freude, hier heute hier gewesen sein zu dürfen und dieses kleine Forum moderieren zu dürfen. Jetzt gibt es natürlich hinten die Bücher und auch die Hörbücher und alles andere. Getränke gibt es natürlich auch gleich wieder, die Bar ist offen. Und natürlich gibt es auch die Autoren nochmal im Vier-Augen-Gespräch oder im Sechs-Augen-Gespräch oder wie auch immer ihr das gerne hättet. Und natürlich werden sie auch die Bücher signieren und die Hörspielbücher, ja? Ich bin das vorher nicht abgesprochen, aber die Finger sind gewärmt. Es war schön, dass ihr da wart und es ist immer noch schön, dass ihr da seid. Bleibt einfach noch ein bisschen, unterhaltet euch drüber, blättert vielleicht schon mal ins Buch rein und fangt schon mal an, ein bisschen zu diskutieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in irgendeiner Situation in diesem Leben. Schönen Dank. Das war's für heute von uns.
Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.